Liebe Mädels, willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein sehr spontanes und vor allem wahrscheinlich auch nicht allzu langes Video. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt einfach drehen muss und will. Ja, ganz kurz, um alle quasi aufzuklären. Das Video ist eigentlich hauptsächlich jetzt für alle Erstis, weil ich bin selbst auch ein Ersti und gehe quasi auch gerade diese ganze Zeit durch. Wir haben im Dezember unsere allererste richtige Prüfung. Also wir haben jetzt so kleine Zwischenprüfungen, aber so die erste große haben wir dann eben im Dezember. Unsere Block 2 Prüfung. Da müssen wir die Knochen, also eigentlich alle Knochen können, Knochenverbindungen, dann noch Fragen in dem Fach Physiologie. Und ja, also es ist auf jeden Fall nicht wenig Stoff. Ja, jetzt ist die große Sorge da von vielen, dass die Prüfung nichts wird oder dass man nicht weiß, wann man anfangen soll zu lernen oder ja, wie man lernen soll. Ganz kurz vorab, bevor ich jetzt irgendwas sage. Ich bin wie gesagt selbst ein Ersti. Ich möchte überhaupt nicht irgendwie jetzt ja, das alles schön reden und jetzt sagen, wie einfach das alles ist. Ich habe es ja selbst jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß selber nicht, wie die Prüfung sein wird. Das ist eigentlich auch schon der springende Punkt, weil egal, welche Leute dich zum Beispiel jetzt gerade so unter Druck setzen oder dich stressen, diese Menschen haben diese Prüfung auch noch nicht gemacht. Das heißt, es wird immer wieder welche geben, die das richtig schwer reden wollen. Also so richtig, wo du das Gefühl hast, die werfen irgendwelche Begriffe die ganze Zeit hin und her und du hast keine Ahnung, wovon die reden und fühlst dich dadurch eigentlich noch schlechter, weil du das Gefühl hast, alle sind irgendwie schon 10 Schritte weiter als du und du bist aber gerade noch am Anfang und hast überhaupt keine Ahnung, wie du jetzt anfangen sollst. Ich will dir nur sagen, die haben genau denselben Start wie du. Also sie wissen nicht, was zu der Prüfung kommt dann tatsächlich. Diese Situation sollte dich und mich an etwas erinnern, und zwar an den MedAT. Bei MedAT hat auch keiner gewusst, welche Fragen kommen. Und man hat sich noch so genau darauf vorbereiten können. Es war im Endeffekt, ja, es war eine Sache des Könnens, aber trotzdem spielt auch eine riesige Portion Glück mit. Außerdem darfst du auch nicht vergessen, dass jeder sein eigenes Lerntempo hat. Und das sage ich immer wieder dazu. Und ich lasse mich ehrlicherweise auch oft stressen, wo ich mich dann quasi danach erwische und mir denke, warum habe ich mich jetzt schon wieder unnötig stressen lassen? Auf jeden Fall, jeder hat sein eigenes Lerntempo. Das heißt, wir haben jetzt Ende Oktober, also 31. Oktober, Halloween. Und jetzt beginnt der ganze November noch. Und da hast du jetzt noch einen Monat Zeit, also 4 Wochen, beziehungsweise noch ein bisschen mehr, dir den ganzen Stoff durchzuschauen und zu lernen. Wie du das machst, ist deine Sache und das ist nicht die Sache von deinem Kollegen oder deiner Kollegin, weil die macht das anders. Vielleicht lernt sie einfach länger als du, vielleicht braucht sie auch einfach mehr Zeit als du. Es kann sein, dass du vielleicht sogar mehr Zeit brauchst, aber das musst du für dich herausfinden. Das heißt, das Wichtigste ist, dass du jetzt wirklich auf dich schaust und ich muss jetzt auch schauen, ich gebe es ehrlich zu, ich habe schon angefangen zu lernen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt richtig mittendrin, also das ist es nicht. Aber ich versuche jetzt für mich herauszufinden, ja, wie es für mich am besten passt. Und ja, ich hoffe, dass du weißt, was ich dir damit sagen will. Wir haben alle dieselbe Zeit. Das heißt, wir haben alle, ich sage jetzt mal 5 Wochen, zu lernen. Wir haben alle dieselbe Zeit. Wie du das verbringst, ist deine Sache. Ja, jeder hat einen anderen Alltag, aber am Ende des Tages muss das Studium eine Priorität sein. Nicht nur die einzige Priorität, aber es muss dir mindestens genauso wichtig sein, wie der MedAT vor ein paar Monaten. Das heißt, du hast den MedAT geschafft und ja, das heißt nicht automatisch, dass man das Studium auch schafft, aber das ist auf jeden Fall ein großer, großer Meilenstein, den du geschafft hast. Ist auch wieder so, ich denke mir so, bei MedAT haben so viele Leute alles so schlecht geredet und so, ja, irgendwie einem etwas ausgeredet. Und ich kann mich noch erinnern, und ich glaube, viele von euch, auch besonders eben die Erstis, waren in einer WhatsApp-Gruppe drinnen für den MedAT. Und da haben so viele Leute
jeden Tag irgendwelche lateinischen Begriffe reingeschrieben, irgendwelche Rechenbeispiele reingeschickt, Physik, Chemie, alles Mögliche. Und ich habe mir das immer angeschaut und habe mir gedacht, wovon reden die? Und die haben das aber auch sogar ja, Dezember 21 eingestellt, obwohl der Meda-T im Juli 22 ist oder im Jänner oder keine Ahnung. Also die Leute werden immer stressen. Ich finde, es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man sagt, man vergleicht sich nie mit anderen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du es schaffst, dann Gratulation, wirklich. Aber ich glaube, dass jeder so ein bisschen so Vergleiche hat mit anderen. Und das ist halt einfach, glaube ich, auch ja, menschlich. Aber was du tun kannst, ist zu versuchen, es zu reduzieren. Weil wenn du das machst und auf dich selbst schaust, kann dich halt wirklich keiner aufhalten. Also wirklich keiner. Ein ganz kurzes Beispiel. Wir haben diese Woche einen Strahlenschutztest. Wir haben eine Woche dafür Zeit. Es ist online. Die Leute haben herumgestresst, haben gesagt, wie ist der Strahlenschutztest? Welche Fragen kommen? Passen die Folien dazu? Also die Vorlesungsfolien, sind die ausreichend? Hat man nur einen Versuch? Wann kann man das wiederholen? Und was ist, wenn man es nicht schafft? Und keine Ahnung. Also die Leute haben richtig herumgestresst. Ich habe jetzt gedacht, es ist Montag. Ja, ich habe noch eine Woche dafür Zeit. Aber ganz ehrlich, ich mache den Test jetzt einfach. Die Leute schieben sowieso die ganze Zeit Panik. Warum sollte ich jetzt noch die Woche abwarten, wenn ich jetzt auch einfach eben jetzt den Test machen könnte? Jetzt habe ich den Test gemacht, habe es hinter mir, habe es geschafft und es war wirklich halb so schlimm. Also damit will ich dir nur sagen, lass dich niemals von den anderen einschüchtern. Du hast ganz andere Qualitäten als die anderen. Ja, es wird Zeiten geben, da sind vielleicht andere stärker, aber ganz ehrlich, im Endeffekt zählt es halt echt nur, dass du es schaffst. Kein Mensch wird dich irgendwann fragen, welche Note du beim Strahlenschutztest hattest. Keiner wird dich fragen, wie gut du bei der Block 2-Prüfung warst, außer die erste ist direkt nach der Block 2-Prüfung, die werden dich sicher fragen. Abschließend, konzentriere dich auf dich selbst. Dir kann es sowas von egal sein, was andere denken. Also echt, jeder hat diese 5 Wochen, jeder nutzt sie anders, alle Menschen sind wirklich komplett verschieden. Der andere braucht 5 Stunden am Tag zu lernen, der andere braucht aber auch nur 2 Stunden, um zu lernen. Also misst dich dann niemals mit anderen, weil ich glaube, da hat man einfach verloren, wenn man sich die ganze Zeit mit anderen misst. Ja, bevor das Video wieder endlos lang wird, wollte ich dir diese Message einfach nur geben. Ich bin, wie gesagt, selbst, also ich habe es jetzt, glaube ich, schon 3-mal gesagt, ich bin selbst ein Erster. Ich weiß selbst noch nicht, wie die nächsten Wochen für mich werden. Es werden sicher noch Tiefphasen kommen und da werde ich auf Instagram auch am Laufenden halten. Aber ich will euch einfach nur so diesen Grundgedanken, den ich jetzt gerade habe oder hatte, mit euch teilen. Und hoffe, dass das ja richtig rüberkommt und ankommt, vor allem. Das ist das Wichtigste. Ich werde schauen, wie ich die Zeit nutze und freue mich über Rückmeldung von euch, besonders jetzt an die Erstis. Die Medatäler ja, werden beim nächsten Video wahrscheinlich wieder was zum Schauen haben. Aber andererseits, ich denke mir, das ist vielleicht auch spannend für euch, um zu schauen, wie ist der Einstieg für uns? Wir haben jetzt den Meda-T geschafft. Heißt das jetzt, dass wir keine Sorgen mehr haben vor den Prüfungen? Nein. Also, wie ihr seht, die Sorgen gehen weiter, trotz geschafften Meda-T. Das heißt, lasst euch nie, niemals unterkriegen und misst euch nicht mit anderen. Das ist das Allerwichtigste. Und mit diesen Sätzen beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, dass den ein oder anderen, ja, so ein bisschen so ein Klick. Das war wieder mal, ups, ich habe gerade meine Katze geweckt. Ich konnte den einen oder anderen wachrütteln und sagen, dass wir alle im selben Boot stecken. Also echt, wir haben alle noch nicht die Block 2-Prüfung hinter uns. Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Wir verlassen uns alle auf Gehörtes, Gesagtes. Im Endeffekt ist es deine Erfahrung, deine Block 2-Prüfung und deine 5 Wochen, die du jetzt nutzen kannst. Also mach einfach das Beste daraus. Ich versuch's auch. Und ja, ich sag's dir gleich, es wird Tiefphasen geben, bei mir auch. Das ist komplett menschlich. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass du dann dahinter bleibst und nicht aufgibst. Genauso wie beim Meda-T. Wir haben es schon geschafft, also schon einmal quasi. Jetzt schaffen wir die Block 2-Prüfung so. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Es freut mich immer wieder, wenn ihr ja, dem Video ein Gefällt mir gebt, wenn ihr mir folgt bzw. mich abonniert. Ja, so kann unsere kleine, aber feine Community wachsen. Bis zum nächsten Video. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas sagen könnte, aber ich habe, glaube ich, genug gesagt. Also, wie immer, winke ich in die Kamera und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.